Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Air. Und direkt vorweg, momentan die Aufnahmesessions sind bei mir ein bisschen sehr unregelmäßig, da ja relativ viel im Moment hier passiert. Also mitunter der Wasserschaden hier in der Wohnung, der dann jetzt erstmal trockengelegt werden muss. Und ich bin momentan auf der Jagd nach einem neuen Anlasser für mein Auto und so weiter und so fort. Das heißt, das frisst alles so ein bisschen Zeit und ja, dauert halt dann so ein bisschen, bis ich aufnehmen kann. Das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. Wir waren jetzt hier in diesem neuen Areal, wo der Fuchs auch gesagt hat, dass er anwesend ist, und haben den nächsten Tempel aufgemacht. Die Laterne brauchen wir gerade nicht. Gehe ich schon mal direkt in den Tempel oder schaue ich mich nochmal um? Ich schaue mich einmal kurz um. Kann ja nichts schaden. Okay, ich schätze mal, dass ich hier schon gewesen bin. Bei dem großen Vogelhaus. Oh nein, hier war ich noch nicht. Ich habe gerade eine Errungenschaft freigeschaltet. Also war ich hier noch nicht. Das ist also der Adlerhorst. So. Kann man denn... Okay. Aber man kann nicht rein, ne? Nee. Das wäre zwar toll, aber schade. Gut, dann schauen wir uns mal die Geschichte an. Die hier steht. Hoffentlich steht. Ich hoffe, dass OBS sich langsam wieder einkriegt. Dieser Schrein ist die Heimat Tausender. Wir erreichen ihn als Wegweiser und Heim für die Vögel dieses Landes. So wie es die Vögel dereinst auch für uns taten. Schon immer waren sie unsere Freunde. Sie erkundeten das Land und siedelten dort, wo der Boden uns ernähren konnte. Als wir noch den Stämmen der Wildnis angehörten, reisten wir den Vögeln hinterher. Wir vertrauten auf ihr Gespür für Veränderungen. Sie lehrten uns das Nomadensein und machten uns zu dem, was wir heute sind. Heimatlos? Allerdings, wenn ich so überlege, wie der Mensch mittlerweile mit den Vögeln umgeht, Lebensräume zerstört, Monokulturen auf den Feldern und die Vögel gehen ein. Ja, da sind noch ein paar Erinnerungen. Wäre langweilig, wenn ich jetzt einfach nur den Tempel besuchen würde. Sie haben uns gefunden. Schnell, Mira, lauf! Ist hier wieder so ein komisches Vieh irgendwo in der Luft? Nee, ne? Wir hatten ja an dem letzten, an dem Tempel oder an Liflas Schrein? Da hatten wir ja ein etwas seltsames Wesen gesehen in Form einer Erinnerung. Und naja. Vielleicht sehen wir, kriegen wir die auch nochmal zu Gesicht dann später. Wir müssen gegen die antreten in irgendeiner Art und Weise oder weglaufen zumindest. Weil ich habe ja keine Kampfattribute, Fähigkeiten oder sonst irgendwas hier. Hier sehe ich nichts weiter. Mal da hinten schauen. Und so. Hallo. Ja, ihr Süßen. Pack deine Sachen, Schwester. Die Gerüchte sind wahr. Wir ziehen gen Westen. Die Priesterin wird uns Zuflucht gewähren. Ich bin echt gespannt, wie sich das Ganze auflöst, was hier eigentlich damals passiert ist. Und
Was es mit dem Leuchtturm auf sich hat. Stimmt, da wollte ich auch nochmal vorbeigucken, glaube ich, ne? Ich glaube, ich hatte es nur gesagt gehabt, bin einfach weitergelaufen. So wie jetzt gerade, quasi. Komme ich da irgendwie hoch? Ja, natürlich komme ich hier hoch, aber... Gut. Nein. Okay. Ich dachte, ich komme einfach so drüber. Hier ist aber auch nur ein großes, rundes Nichts. Ich mich recht entsinne, gab es ein Achievement dafür, wenn man alle infizierten Tiere findet. Welche Richtung gucke ich? Welche Richtung gucke ich gerade? Das gehört, glaube ich, noch dazu. Nicht, dass ich jetzt aus Versehen in den nächsten Bereich gehe. Na, die gehört noch dazu. Und da ist auch noch eine Erinnerung. Passt das? Passt. Tja. Auf jeden Fall ein unglaublich meditativer Soundtrack. Die Fuchsstatue. Statue. Stimmt, wie sprecht ihr eigentlich solche Worte aus wie Statue? Statue oder Steinbrocken mit dem Gesicht drin oder sonst irgendwas? Würde mich mal interessieren. Dies ist der Beschützer, den mein Vater und sein Vater vor ihm um Rat fragte. Das war noch bevor der Gottkönig uns beschützte. Oh, Gottkönig. Ich habe da so ganz langsam eine Befürchtung. Also, die Götter sind verdrängt worden von dem Namenlosen, quasi. Da ist der Adlerhorst, da waren wir schon. Da waren wir gerade eben, glaube ich. Genau, da waren wir gerade eben. Von dem Namenlosen verdrängt worden. Der dem Gottkönig versprochen hat, dass er eben die Macht der Natur und der Götter bekommt, wenn er die Menschen davon abhält, an die alten Götter zu glauben. Oder an die Geister vielmehr. Götter nennen sie sich, soweit ich das erinnere und verstehe, nicht selber. Oh, hallo Karnickel. Oh, was war das denn? Was war das denn für ein Geräusch? Oh, das sieht... Der ist scheinbar gestorben, als er da versucht hat, den Stein aufzuheben. Ach, der Wachturm ist eingestürzt. Hilf mir, nach Überlebenden zu suchen. Oh, das wäre toll, wenn wir hier noch jemanden finden würden. Ich weiß, andere Richtung eigentlich, aber... Vielleicht ist hier hinten ja noch was. Ich mag es, dass Dedelic solche Spiele unterstützt. Das sind wirklich Erfahrungen. Ich kann auch nur wärmstens empfehlen, dieses Spiel selber zu spielen. Ohne das nervige Gelaber von mir dazwischen. Aber das sind auf jeden Fall Erfahrungen, die man machen sollte. Und Entspannungen, die man sich suchen kann. Und teilweise sogar suchen muss. Wahnsinn. Oh.
habe meinen Screenshot gemacht, Entschuldigung. Das tut mir immer so in der Seele weh, wenn ich sowas sehe. Muss nur mal gucken, ob ich das irgendwie ausschalten kann, dass man sieht, dass ich einen Screenshot mache. Hier ist der Wachturm, ja, der Teil davon. Ich glaube nicht, dass ich hier jemanden finde. Keinen neuen Charakter. Ist auch keine Erinnerung. Da oben vielleicht drauf? Nee. So eine friedliche Welt und doch so... Ja. So, was haben wir denn da drüben? Achso, das ist der Adlerhorst wieder. Da waren wir gerade eben. Das hier ist das kleine Speichervogelhäuschen quasi. Okay, hier unten ist noch. Kleinen Inseln auch nichts mehr? Nee, ne? Und falls ihr euch wundert, was passiert, wenn ich quasi mich hier fallen lassen würde, ich falle dann einfach und spawne beim alten Speicherpunkt nochmal. Ich glaube, bei dem Weltenbaum, da müsste ich nochmal hin. Weil ich da nicht geguckt habe, ob was hier in dieser Öffnung drin ist. Da geht's zum Adlerhorst dann hin. Okay, ich glaube, das bereitet nur den Weg da auf. Ich mag das Design von dem Charakter. Ich finde das total klasse. So, haben wir hier irgendwas? Flop. Ja, ich weiß, das da unten habe ich auf jeden Fall schon gesehen. Schade. Geht denn noch was? Nee. Aber man muss schon auf jeden Fall gut suchen. Nee, hier ist nichts weiter. Denke ich. Jetzt sehen wir schon mal das Lämpchen. Oh, was haben wir hier? Das sieht aus wie... Ah ja, okay. Ach, ich sehe gerade, man kann ja die Errungenschaft sehen hier in der Aufnahme. Ein Stein gemeißelt. Das ist ein Ausschnitt von der Karte? Gardus hat mir erzählt, dass die Berge im Norden einstürzen. Du solltest nicht alles glauben, was du hörst, Dalius. Die Berge im Norden. Was hat es hiermit auf sich? Nehmt's mir nicht übel. Für diese Folge reicht es, glaube ich, die Zeit auch nicht mehr so aus. Ich fliege mal eben nochmal zum Weltenbaum. Also die Zeit reicht jetzt nicht mehr aus, um in den Tempel zu gehen. Oder vielleicht mal jetzt ganz zum Schluss nochmal. Damit wir dann in der nächsten Folge direkt anfangen können. Was ist das? Okay, hier fliegen schon Gesteinsbrocken von dem Typen rum. Von dem Nichtser. Von dem Namenlosen. Ich sage jetzt, ich denke, ich bleibe beim Namenlosen, oder? Ja.
Nee, hier war nichts. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich da irgendwas übersehen habe. Nee, hier ist keine geheime Erinnerung. Oh. Nur sehr viel Talent. Okay. Gut, dann fliegen wir wieder zurück. Komisch. Ich war wirklich der festen Überzeugung, dass da noch was war. Oh. Was zum... Oh, wow. Ich glaube, wir sollten noch gar nicht hier sein. Schrein des Schöpfers. Au, Backe. Verschätzt. Entschuldigung. Hier ist auch keine Musik. Hier ist es ganz still. Hier ist nichts. Alter Schwede, ist das groß. Durch mal an, wie groß das ist. Wahnsinn. Ich gehe jetzt doch mal gucken. Dass das so ruhig ist, das macht mich ein bisschen kielig. Bisschen mulmig. Oh. Na komm, zieh mal hoch. Oh. Was mach ich denn hier für eine Kurve? So. Ach du grüne Neune. Entschuldigung, das war bestimmt sehr laut. Okay, hier muss auch auf jeden Fall noch irgendwas aktiviert werden. Oh, wow, schnell weg. Schnell weg. Da ist der Stein, das heißt, ich muss in diese Richtung. Puh. Puh. Das hat mich jetzt erwischt. Okay. Würde ich sagen, gehen wir jetzt noch rein. Hatten wir uns, glaube ich, schon angeguckt, ne? Nee, hatten wir noch gar nicht angeguckt. Ja gut, dann... Genau, ich war hier... Ich hatte es aufgemacht und war dann runtergesprungen, ne? Genau. Dann schauen wir uns die Hauptinsel gerade noch an und dann mache ich die Folge zu Ende. Ich glaube, hier ist... bestimmt noch irgendwas versteckt. Schön im Gleitflug immer alles abchecken. Hm.
Das war das Loch im Boden, genau. Da sind wir aber auch schon durchgeflogen. Und ich glaube, da sind keine Erinnerungen. Na gut, dann sind hier von außen tatsächlich nur diese hier. Das sind die Kerzen, genau. Lasst mich los, dieser Ort ist heilig und nicht einfach nur irgendeine Energiequelle, die sich ausbeuten lässt. Hast du eine Ahnung? Ja. Tja, dann. Kommt wie überhaupt weiter? Tempel dauern halt ein bisschen, bis sie geladen sind. Diese kleinen Paralleldimensionen. Ach du. Oh, das ist ein Aufzug. Ja gut, mit diesem Eindruck entlasse ich euch dann noch für die heutige Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne eine Bewertung da. Wenn euch das gefallen hat, dann dürft ihr auch gerne abonnieren. Dann bekommt ihr auch mit, wenn ich wieder Videos hochlade. Ich glaube, am besten ist, wenn ihr, ich weiß, wahrscheinlich kriegt ihr das öfter zu hören auf YouTube, klickt auf diese kleine Glocke. Dann bekommt ihr auf jeden Fall eine Mitteilung. Und ansonsten, wenn es euch nicht gefallen hat, lasst mir natürlich auch gerne eine Negativbewertung da. Aber dann bitte mit Kommentar, damit ich weiß, was euch nicht gefallen hat. Ja, so viel dazu. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.